Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV, heute mit einem weiteren Video von mir. Und ich habe mir mal gedacht, ihr kennt alle meine berühmten Folgen, die schönsten Banknoten unter 5 Euro. Und ich habe mir gedacht, ich finde gerade keine, die sich lohnen zu zeigen, obwohl ich einige habe. Also habe ich mir gedacht, mache ich mal ein ganz anderes Thema, nämlich die schönsten Banknoten für nur 1 Euro. Ich habe euch 12 Banknoten für nur 1 Euro pro Banknote heute mal rausgesucht und möchte euch die gerne mal präsentieren. Diese Banknoten, wenn ich demnächst wieder auf dem Flohmarkt sind, kann man alle bei mir pro Stück für 1 Euro kaufen. Fangen wir doch zuerst an mit Kenia. Die kenianischen Banknoten sind eigentlich immer recht teuer, also im Vergleich zum Nominalwert eher so im Mittelfeld eigentlich, aber sie sind schön und man findet sie nicht so häufig. Hier haben wir zum Beispiel eine kassenfrische 50-Schilling-Banknote aus Kenia. Und auch diese kostet gerade einmal 1 Euro. Vor allem schön ist, finde ich, die Szene hier hinten mit den Kamelen und mit den Hörnern, mit den Stoßzähnen hier mit diesem Tor. Finde ich diese Banknote sehr schön und allgemein als tolles Exemplar für eine Sammlung. Und das für nur 1 Euro. Die nächste Banknote ist aus Nepal, und zwar die Mount Everest-Serie. Nachdem Nepal kein Königreich mehr ist, gibt es den König nicht mehr auf den Banknoten, sondern den Mount Everest. Und deswegen die Mount Everest-Serie. Hier haben wir ein Exemplar von 2012. Und hier hinten mit den Büffeln, beziehungsweise ich glaube, das sind Yaks, um genau zu sein. Einfach eine schöne Szene hier vor dem Mount Everest. Sehr toll und auch dafür nur 1 Euro. Die nächste Banknote ist, glaube ich, eine, die jeder Sammler in der Sammlung hat. Und einer der ersten ist, wenn man sich ein Riesenset kauft, nämlich Burundi. Und zwar der 100-Franc-Schein. Der 100-Franc-Schein ist vorne recht langweilig gestaltet. Dafür finde ich die Rückseite von der Farbgestaltung sehr interessant. Man sieht hier den Häuserbau und durch die Muster und durch die Farbe sieht er aus wie spiegelt. Ist bei denen aber richtiges Geld und ich finde von der Gestaltung her finde ich diese Banknote sehr schön und für 1 Euro eigentlich ein Muss für jeden Sammler. Nun fliegen wir wieder nach Asien und zwar nach Myanmar. Myanmar, ein beliebtes Banknotenland. Für Sammler, wir haben hier den 20-Kiat-Schein. Dieser Schein sieht sehr schön aus von den Mustern her, mit diesen asiatischen Symbolen. So sehr beliebt. Auch die Rückseite hier mit den Bohnen und den Elefanten drauf, finde ich sehr, sehr schön gestaltet. Allgemein Banknoten mit Tieren drauf und dann noch mit einem Gebäude. Das ist das, was eigentlich so das Höchste ist, was es gibt. Denn, sind wir mal ehrlich, wir haben auf einer Banknote immer entweder ein Gebäude oder ein Tier drauf. Meistens. Bleiben wir doch mal in Asien. Und gehen wir wieder nach Nepal. Und zwar haben wir hier diesmal den 1-Rupien-Schein mit König aus den 70ern. Hier finde ich ja schön, das mit den Rehen hinten drauf. Und dem Berg. Ich finde, das ist eine der schönsten Banknoten mit der 2-Rupien-Banknote. Diese sind eigentlich schade, dass es die nicht mehr gibt. Auf jeden Fall sehr schön. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den 5-Rupien-Schein zweimal dabei hatte. Also nimm es mir nicht verübel. Der nächste Banknote ist immer noch in Asien. Und zwar der 1000-Dong-Schein. Auch hier mit Tiermotiv, mit den Elefant diesmal nicht als Statue, sondern als Arbeitstier für die örtliche Wirtschaft. Sehr schön gestaltet, sehr schlicht, typische Sowjet-Banknoten, sagt man immer dazu. Niedriger Kurswert, ich glaube der Kurswert beträgt 2 Cent oder 3 Cent. Aber eine tolle Banknote von der Gestaltung auf der Rückseite her mit den Elefanten. Letzte Banknote aus Asien. Und das sind wir mal wieder in Indien. Indien, für Banknotensammler eher langweiliges Thema. Oft
irgendwelche Gebäude drauf und nur Gandhi. Ja, aber wenn man mal genau hinguckt, wir haben hier noch die Serie mit Rupienzeichen von 2015, einer der vorletzten. Und die Rückseite ist natürlich schön mit den Tiger, mit den Elefanten, mit den Nashorn, mit den verschiedenen Sprachen, die es in Indien gibt. Eigentlich von der Gestaltung her eine sehr, sehr tolle Banknote, von der Rückseite zumindest. Auch da für nur 1 Euro eigentlich top. Nun bleiben wir in Afrika. Sambia ist auch so ein Land. Banknotensammler kennen diese Banknote wahrscheinlich auswendig. Und ja, auch da für 1 Euro ein Klassiker. Wegen der farblichen Gestaltung. Das ist eigentlich ein Muss für ihren Sammler. Nun, Nigeria, auch hier mit der Szene eines Tanzes in Nigeria von den Ureinwohnern, beziehungsweise von deren Kultur, sagen wir es mal so, von deren Kultur. Sehr schön auch hier mit der Landesfarbe, also mit Landesfarben, mit der Flagge, im Landesumriss hier mit Wappen im Sichtfenster. Eigentlich eine sehr tolle Banknote. Ja, die Vorderseite ist recht unspektakulär. Ja, die vorletzte Banknote ist auch wieder eine sehr traditionelle Banknote, nämlich aus dem Kongo, aus der Demokratischen Republik Kongo. Wir haben hier auch recht wenig Sicherheitsmerkmale, dennoch auch eine schöne Banknote für lediglich 1 Euro. Hier hinten halt sehr schön mit den Fischen und mit den Hütten, mit der Arbeit, die man halt da sieht. Man hat es sehr selten, dass man diese Banknoten in höheren Nominalen kriegt. Ich hätte gerne den 20.000er. Der ist wirklich schön, aber ja, auch die kleinen Scheine sind natürlich top. Was für Sammler. Nun, die letzte Banknote ist eine Note, die habe ich hinzugefügt, weil sie von diesen jetzt hier die höchsten Sicherheitsmerkmale hat, nämlich aus dem Sudan. Der Sudan per se ist auch ein sehr spannendes Banknotensammelgebiet. 2019 gab es zwei verschiedene 200er. Hier haben wir jetzt einen 10er. Der letzten Serie. Hier finde ich tatsächlich das Hologramm sehr spannend hier mit dem Vogel und mit der 10, die sich da abwechselt. Hinten auch mit den Sicherheitsstreifen, sehr interessant. Hier 2017, mit den Gebäuden und hier der Stadtansicht. Eigentlich eine tolle Banknote und hier mit der Ananas. Was ist eine Ananas? Nee, keine Ananas, aber dennoch eine tolle Banknote. Definitiv zu empfehlen für jeden Sammler. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Banknote gefällt euch denn am meisten von diesen Banknoten für nur 1 Euro. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV.